Hallo, ich bin die Alexandra und ich freue mich, dass ihr heute bei meinem Video dabei seid. Diese Karte hier möchte ich mit euch zusammen basteln. Die ist so ein bisschen, ja, wie nennt man das? Shabby chic oder ja, so ein bisschen im Vintage-Style mit diesen gerenderten Kanten und selbstgemachten Blümchen. Und das möchte ich jetzt mit euch zusammen machen. Als erstes braucht ihr eine Grundkarte. Ich habe jetzt hier Savanne genommen. Da wird einfach ein normales DIN A4 Blatt Cardstock genommen und bei 5 3/4 Inch durchgeteilt und bei 4 1 Achtel Inch gefalzt. Das ist dann eine normale Grundkarte. Den Kartenaufleger, den ersten, den man hier unten sieht, habe ich aus diesem Block Designerpapier im Block Blumengarten heißt er genommen. Da sind ganz schöne Muster drin, so mit verschiedenen Rosen und Blumen. Und ich habe mir da jetzt mal zwei Stück für diese Karte ausgesucht. Und dieser hier wird mein erster Aufleger. Und zwar in der Größe 4x5, 5/8 Inch. Ich werde euch die Maße aber alle noch aufschreiben. Das könnt ihr nachher in der Infobox finden oder auf meinem Blog. Das verlinke ich euch noch. Ich möchte gerne dieses Blütenmuster mitbenutzen auf meiner Karte. Deswegen muss ich ein bisschen gucken, wie rum ich die lege. So, viermal. Fünf, fünf Achtel. Dieses Stückchen hier werden wir gleich noch brauchen, nicht wegschmeißen. Damit die Karte jetzt diese Kante hier bekommt, habe ich einfach die Schere genommen und an den Kanten mit der scharfen Seite die Kanten so aufgeraut. Das gibt dann so ein bisschen diesen Used Look, dass die Karte ein bisschen alt und gebraucht aussieht. Das machen wir jetzt an allen vier Seiten. Die Schere muss schön scharf sein dafür, sonst funktioniert das nicht. Und wenn die Karte sich dabei ein bisschen biegt oder auch mal hier so ein bisschen einreißt, das ist nicht schlimm. Das ist ja der Effekt, den wir auch haben möchten. Um der Karte jetzt so ein bisschen diesen Gebrauchtlook zu geben, habe ich mir das Stempelkissen in Savanne genommen und ein Schwämmchen. Ich habe jetzt hier solche alten Dinger. Ihr könnt natürlich irgendwelche Schwämme nehmen oder auch die Fingerschwämme. Und dafür lege ich mir immer ein Schmierblatt unter. Und jetzt gehe ich mit dem Stempel einmal hier in die Farbe und vom Blatt aus über die Kanten mal hier die Ränder ringsrum einfärben. Ich hoffe, dass man das so ein bisschen sieht in der Kamera. Also, ich bin ja noch nicht so videoerprobt und ich muss sagen, sonst kann ich besser beim Basteln reden. Jetzt ist das irgendwie ein bisschen fremd für mich, dass die Kamera hier hängt und ich hier was mache und gleichzeitig da reinsprechen soll. Aber ich hoffe, da werde ich mich dran gewöhnen. So. Ich denke, dass man das erkennen kann, dass die Ränder hier jetzt so ein bisschen eingefärbt sind. Das ist jetzt die erste Lage auf unserer Karte. Mach aber erst die komplette Karte fertig, also den Aufleger fertig und klebe das am Schluss auf meine Karte, weil mir das schon mal passiert, dass ich irgendwas Dummes mache. Meine Karte ist dann hinüber und dann klebt sie schon auf der Basis und dann muss ich alles neu machen. Deswegen habe ich mir angewöhnt, immer zuerst meine Karte zu machen und die am Schluss aufzukleben. Für den zweiten Aufleger hier auf der Karte
nehme ich mir ein Stück Cardstock in Weiß in der Größe 4x5 5/8 Inch und diesen Hintergrundstempel, der nennt sich Sheet Music. Das ist so ein großer Stempel hier. Damit kann man wunderschöne Hintergründe machen. Gerade in diesem Vintage-Style finde ich, passt das mit der Musik total gut. Den ziehe ich mir jetzt hier mal auf so einen riesigen Block. Das mache ich auch mit Savanne. Einfach einmal irgendwie hier so drauf. Zack. Wenn ihr nicht so einen großen Hintergrundblock habt oder überhaupt nicht so einen großen Block, dann könnt ihr natürlich auch die Karte auf den Stempel legen und da vorsichtig drüber streichen. Das funktioniert auch. Die sieht man ja sowieso nicht so deutlich. So, um jetzt hier diese Vintage-Ecken hinzubekommen, habe ich die Karte einmal ringsrum einfach so ein bisschen wellenförmig eingerissen mit den Fingern ringsrum. Auch das mache ich jetzt an allen vier Seiten. Und auch hier färbe ich mir die Kanten wieder mit meinem Schwämmchen ein bisschen ein. Wie gesagt, ihr könnt dafür jeden Schwamm nehmen. Manchmal nehme ich einfach so Billigschwämme irgendwo im, ja, was weiß ich, Action oder so mit oder in irgendeiner Drogerie und dann zerschneide ich mir die in kleine Stücke. Ansonsten gibt es auch von Stampin' Up! Diese Fingerschwämmchen, die kann man sich dann so auf den Finger ziehen. Das finden manche auch ganz praktisch. Und da kann man sich dann für jede Farbe einen machen. Ich habe das jetzt im Moment noch nicht, weil ich sehr viel auch mit Savanne mache. Und dieser hier ist schon mit Savanne eingefärbt. So, hier versuche ich jetzt auch ein bisschen weiter in die Karte reinzugehen, also auf meinen Abdruck hier, weil ich den gern so ein bisschen abgedämpft in der Farbe haben möchte, dass das so ein bisschen aussieht, als ob das Papier alt wäre. Das kennt ihr ja. Okay, ich denke, das reicht. Diese Karte kommt jetzt auf meinen ersten Kartenaufleger und man kann jetzt überlegen, ob man gerne wie rum man das Muster gerne haben möchte. Bei der Karte habe ich hier die dunklere Seite oben links gehabt. Hier wird sie jetzt oben rechts sein, weil das ein wenig, ich habe es einfach andersrum abgeschnitten. Das befestige ich mir jetzt hier mit so einem Schaumstoffstreifen, so einem 3D. Ihr könnt dafür natürlich auch Dimensionals nehmen oder irgendwelche Streifen, die ihr habt, die ihr dafür benutzt. Ich hatte jetzt hier noch so einen Rest auf einer Rolle. Den benutze ich jetzt dafür, damit es etwas erhöht aufgeklebt wird. Als nächstes habe ich mir ebenfalls aus diesem Designerpapier im Block Blumengarten aus diesem Musterpapier hier einmal diese Blüte ausgeschnitten. Das habe ich jetzt mal schon vorher gemacht, damit das nicht so lange dauert. Ihr habt ja wahrscheinlich keine Lust mehr beim Ausschneiden zuzugucken. Die klebe ich jetzt einmal hier auf. Hier auf.
So, die Blüte ist jetzt aufgeklebt. Jetzt nehme ich mir diesen Rest, der hier übrig geblieben ist, von unserem ersten Blattblatt und die Stanze mit dem Etikett, die neue. Das habe ich natürlich vergessen, wie die heißt, aber ich werde es nachher einblenden. Da schneide ich mir einmal das Etikett aus. So. Und auch hier nehme ich jetzt wieder die Schere und gehe mit der scharfen Seite der Schere hier über die schmale Kante und ritze die so auf sozusagen. Also ich versuche die Kante so ein bisschen anzurauen, dass das Papier so ein bisschen wie angeknabbert aussieht. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Einmal ringsrum. Und wie gesagt, auch hier ist das nicht schlimm, wenn das ein bisschen kaputt geht oder wenn sich das ein bisschen verknickt, euer Papier, weil das in dem Fall auch zu dieser etwas alten Optik ganz gut passt. Also ich finde das ganz schön, wenn das so ein bisschen nicht alles so plan ist. So, das reicht schon. Ich denke, man kann das sehen, die Kanten hier so ein bisschen aufgeraut. Jetzt nehme ich wieder mein Savanne-Stempelkissen und mein Schwämmchen und gehe auch hier einmal von außen nach innen. So, als Spruch habe ich mir jetzt ausgesucht aus dem Stempelset Jahr voller Farben. Da gibt es hier dieses Liebe Grüße. Das fand ich ganz süß, weil das in dieser Schreibschrift gemacht ist. Und das finde ich passt ganz gut hier zur Optik dieser Karte. Das habe ich jetzt mit Espresso gestempelt, damit es ein bisschen besser sichtbar ist. Und ich fand Espresso passt ganz gut. Dazu nehme ich auch die Stempelmatte von Stampin' Up, damit ich einen schönen Abdruck bekomme. Das Liebe Grüße habe ich mir hier schon auf einen kleinen Block gezogen und stempel das jetzt einfach einmal hier drauf. So. Das werde ich jetzt mit Dimensionals hier auf der Karte befestigen. 1, 2. Und zwar habe ich das so geklebt, dass ich hier so ein bisschen dieses, was ich nicht so gut ausgeschnitten habe, das Innere ein bisschen verdeckt habe. So, und jetzt wird das Ganze noch etwas ausdekoriert. Diese kleinen Blätter, die ich hier drunter geschoben habe, hier und hier, dass das so ein bisschen noch ja, ein bisschen üppiger aussieht, die habe ich einfach aus dem Restchen, aus dem wir hier eben schon unser Etikett gestanzt haben. Die Rückseite ist grün und da habe ich die Sinlets Kreative Vielfalt. Alles klar, Kreative Vielfalt genommen und hier dieses Blatt hier raus und das habe ich einfach zweimal ausgestanzt mit der Big Shot. So, die kleinen Blätter sind jetzt ausgestanzt und die drapiere ich mir jetzt hier so ein bisschen unter meinem Etikett und schaue mal, wo ich die am liebsten haben möchte. Außerdem habe ich mir einen ganz normalen Leinenfaden genommen, hier so einen einfachen, und mache den da jetzt auch noch so ein bisschen drunter. Das finde ich halt immer ganz nett, wenn da noch so ein bisschen was drunter steckt. Das füllt so ein bisschen die Leere aus und greift auch den Savanne-Farbton nochmal auf.
hier und hier. Hier kommen meine Blätter hin. Außerdem habe ich selbstgemachte kleine Blumen verwendet. Hier habe ich die jetzt in so einem. Ja, der Ton passt natürlich ganz schön hier zu dem Papier. Diese hier sind ein bisschen bunter. Die habe ich auch selber gemacht. Und wie das geht, da könnt ihr ja mal bei YouTube einfach gucken oder bei Pinterest. Da gibt es ganz, ganz viele Tutorials, wie man solche kleinen Blümchen macht. Diese hier habe ich auch mit einer Handstanze von Stampin' Up gemacht. Einfach die Blüten ganz oft ausstanzen, ein bisschen formen und ineinander kleben. Und hier gibt es dann noch diese besonderen Glitzersteine. Die sind neu in diesem Katalog. Da habe ich mir dann hier das kleinste von genommen und habe das hier bei der großen Blüte in die Mitte geklebt. Und bei den etwas kleineren Blüten habe ich einfach ein kleines Strasssteinchen in die Mitte geklebt. Dann habe ich mir die Blumen hier so ein bisschen arrangiert. Die große hier unten. Und hier oben nochmal. Und dann wird das Ganze so aufgeklebt. So, ich habe jetzt die Blümchen und alles andere aufgeklebt. Jetzt bleibt nur noch die Karte auf unsere Grundkarte zu kleben. Ich mache das ganz gerne mit Tombow. Ihr könnt natürlich auch Abreißklebeband nehmen. Aber wenn die Karte so dreidimensional gearbeitet ist, ist das nicht mehr ganz so leicht, die so auf den Kopf zu legen. Und ich bin auch ganz große Klasse da drin, die Sachen schief aufzukleben. Und wenn ich Tombow habe, kann ich noch ein bisschen schieben. Wie man hier schon wieder sieht, klappt das bei mir nicht immer so auf Anhieb. Ich drücke das auch nur ein bisschen fest und lasse das an den Rändern hier ruhig so ein bisschen hochstehen, weil das noch mal ein bisschen diesen Gebraucht-Look unterstreicht. Und damit ist die Karte fertig. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid und wünsche euch eine schöne Woche. Tschüss!